Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Azeroth Wrath. Und heute geht es weiter mit Episode 8, bereitwillige Opfer. Und da läuft es also nach dem Thema andere Zeit, anderes Dorf, gleiche Probleme. Und wer sich fragt, warum ich etwas anders klinge, ich bin erkältet und ich habe auch ein kleines bisschen Kopfschmerzen, aber das hält mich jetzt nicht davon ab, ein bisschen weiterzumachen. Also gibt es heute nur eine Episode und das ist wie gesagt jetzt Episode 8. Dann gucken wir mal, was noch passiert ist, nachdem wir aus der Hölle von Gaia wieder rausgekommen sind. Ja. Azura erwacht erneut auf Gaia, aber dieses Mal beim kleinen Dorfschrein. Sein Körper wurde von den örtlichen Dorfbewohnern dort eingeschreint. Plötzlich greifen die Goma das Dorf an und wenig später sind es Kelros Streitkräfte, die aus dem Himmel herabstoßen. Erinnert mich so ziemlich an diese eine Episode, nur war das diesmal Wisen, der da die Truppen angeführt hat, aber der ist ja nicht mehr, den haben wir ja erledigt. Ich muss auch zwischendurch mal ein bisschen husten, aber ich denke, das wird nicht so oft stören. So weit sind wir letztes Mal ja schon gekommen, das ist der Schrein. Und da sind wir. Gleich kommt's. Ich muss gleich was drücken, habe ich recht? Ich wette, ich muss gleich was drücken. Ich wusste es doch. Ich musste irgendwas drücken. Mittlerweile stelle ich mich auch schon richtig drauf ein. Bei jeder einzelnen Aktion, die Ezra in den Cutscene macht. Guck nicht so grimmig, du machst denen Angst. Nein. Das ist schon komisch. Die sprechen alle eine andere Sprache. Ich hätte noch nice gefunden, wenn die dazu Untertitel hinzugefügt hätten. Genauso wie die Japanisch und Englisch sprechen. Ich bin jetzt zu voll, das auch auf Japanisch umzustellen. Goma oder bricht hier gleich alles zusammen? Der Musik würde ich sagen, ja, Goma. Doch, wir dürfen wieder Affen kloppen. Oh, da kommt noch der Obermacker. Och, komm schon. Mach dich an auf Donkey Kong. Ihr kommt auf irgendwelche Stahlträger und werft noch Fässer nach mir. Dann ist es eine ziemliche Anspielung. Was? Oh, hoppla, falscher Knopf. Ich drücke immer noch Viereck. Ach, hier war noch mehr. Hier steht auch gerade etwas ungünstig. Was? Oh, verdammt. Ich habe gerade den falschen Knopf gedrückt. Mal wieder. Na los. Ach, ist hier so eine schöne Stelle. Hier kann ich mehrere auf einmal treffen. Wow. Und schon wieder nicht. Ich achte einfach nicht drauf.
Geh mir aus der Sonne. Oh, dann machen wir es eben so. Zack. Wollt ihr noch mehr? Oder kommt noch irgendwas anderes? Okay, das waren alle. Zumindest hier. Ach, wir dürfen uns mal frei bewegen. Oder auch nicht. Oh. Lass mich rein, es kommt eine schöne Ballerpassage. Und noch mehr Affen. Ach nee, nur der Affe. Alter, das war so klar, dass jetzt nur eine Ballerpassage kommt. Bleib stehen, wow. Die Steuerung ist ein bisschen zu genau. Autsch. Wow. Ah. Alter, das Ziel ist so scheiße schwer. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich. Okay, got it. Aber wir sind den richtig nah. Ah, jetzt habe ich es raus. Wow, wow, wow. Und wieder schön ausweichen. Und wieder schön auf ihn zielen. Ah, ach so, jetzt verstehe ich. Wenn wir nah genug an ihm dran sind, sollen wir Kreis drücken, damit wir ihn angreifen können. Wow, verdammt. Und ich wurde getroffen. Wow, und schon wieder. Oh. Wow. Mann, den Dingern auszuweichen wird das ziemlich schwer. Oder kann man die auch irgendwie abschießen oder zerkloppen? Nein, du kommst mir nicht. Mach dich hier nicht zum Affen. Und zack. Oh, ich hätte auch in den Zyklus-Modus gehen können, fällt mir gerade so ein. Aber dafür will ich ihn noch etwas weiter beballern. Autsch. Verdammt, hier geht gleich wieder die Anzeige aus. Und mit Anzeige... Ich glaube in die scheiß Dinger rein, aber... Ja, jetzt bin ich schon wieder tot. Die Dinger sind zu nah beieinander. Jetzt darf ich schon wieder den ganz von vorne angreifen. Wow. Nein. Da komm mal her, du scheiß Affe. Und zack. Und wieder schön angreifen. Das Problem ist, das Spiel ist ja auch komplett blind. Und ich muss auch erstmal rausfinden, wie so manche Sachen eigentlich hier ablaufen. Oder wie irgendwelche Bosse ticken. Wie zum Beispiel, ich weiß auch nicht, ob man die Dinger auch kaputt schießen kann. Zack. Und weiter geht's. Bis jetzt schlagen wir uns bis jetzt doch noch besser als sonst, aber ich denke, für einen guten Rang wird das nicht reichen. Zack, und wieder schön angreifen. Und die Wut. Ach, wir sind schon so weit. Wow, wieder grandios. Ach komm schon, nicht die da reinprügeln. Aber wir sind ja da schon tollkühl. Nochmal grandios. Ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass das noch für grandios noch reicht. Cool. Ach ja. Wieder die gleiche Geschichte. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du bist schon ein bisschen im Weg. Ein Zerquetscher. Wow. Du bist groß. Bin aber auch gespannt. Ach, du mehr zu bieten hast als der Elefant. Ja, dachte ich mir schon. So, erstmal herausfinden, wie der so tickt. Okay, wir haben ein weitaus großes Gebiet. Und wir können ja auch schon so angreifen, aber ich glaube, nützen wird uns das nichts. Naja, doch, okay, gut. Wow. Okay, wir haben noch keinen Schaden genommen. Gut. Okay, hier wird auch schon gezeigt, wo der überall hinschlägt. Es ist auch ein Schild. Wow. Und zack. Obwohl, hat er noch wieder hier einen Schwachpunkt? Wow. Okay, das war jetzt ungewollt. Aber unantastbar. Cool, noch eine neue Trophäe. Sowas sehe ich gern. Wow. Halt. Ha, hab ich noch. Wow. Mach hier nicht auf einen auf Bowser. Bowser macht ja manchmal auch gern solche Attacken. Wow. Wow, okay, wir müssen ihn am Kopf angreifen, habe ich recht. Aber das war zu spät. Okay, jetzt habe ich. Wow, nein. Schnell weg. Komm her, ja.
Wow. Okay, jetzt macht ihr wieder das. Wow. Au. Wow, jetzt machst du das auch noch. Okay, gut, zu wissen. Okay. Na los, komm schon, mach wieder. Okay, da muss man wieder weglaufen. Okay, ich hab dich, glaube ich, so einigermaßen verstanden. Wow. Und wieder schön laufen. Und jetzt macht er das nochmal. Gut. Wow, ist wieder laufen. Ich stelle mich gerade noch etwas blöd an. Ich glaube, für einen guten Rang wird das auf jeden Fall nicht reichen. Zumal ich mindestens einmal gestorben bin. Mit mindestens meine ich auf das, was hier noch kommt. Oh Mann. Okay, was machst du jetzt? Wahrscheinlich muss ich wieder irgendwas drücken. Ach nee, jetzt rufst du noch solche. Wow. Schnell fangen. Okay, sind die noch da? Ja, die sind noch da. Oh, verdammt. Ich hätte gerne wieder den Schwachpunkt. Wow. Laufen, also laufen. Und dann gehen wir in den Zyklus-Modus. Und zack. Und. Ah, jetzt haben wir endlich mal den Schwachpunkt getroffen. Zack. Und nochmal. In dem Zyklus-Modus können wir schon ziemlich viel machen. Oder auch nicht. Und nochmal, weil wir es so schön können. Und dadurch gibt es auch mehr Wut. Und jetzt ist das wieder alles, gerade wieder alles weg. Und zack. Oh ja, ich habe gerade gesehen, dass wir ihn noch hätten einmal angreifen können, aber ich habe das ein bisschen verpeilt. No. Nein. Warte, schnell, Ezra, lauf. Lauf und zu spät, verdammt. Ah, okay. Jetzt läuft er mal wieder rum. Ey, ich laufe nicht mit dir, Gassi. Such jemand anders zum Spielen. Mann, wer kommt eigentlich auf diese Idee, auf so eine überdimensionale Schildkröte? Wow. Nope. Boah. Ich finde da schon ein bisschen beeindruckend, wie brutal das Game eigentlich ist. Und schon wieder zu spät. Aber eben so, zack. Okay, in den Zyklus-Modus kommen wir erstmal nicht. Dann eben so, nein, nein. Ah, gut, noch gefangen. Ich glaube, in den Zyklus-Modus werden wir erstmal nicht kommen. Und da du jetzt erstmal so schön angreifbar bist und wir wieder die Laste voll haben, kriegst du doch was auf die Schnauze. Und viel zur Wut fehlt uns nicht mehr. Ein paar Angriffe müssen schon noch reichen. Wow. Bin ich hier irgendwo sicher? Ah ne, habe ich gar nicht getroffen. Gut so. Dann machen wir jetzt mal so weiter. Dann machst du das, ne? Und zack. Wow, schnell weg. Ezra, schnell weg. Und nochmal schön die Wut aktiviert. Wow. Und grandios. Wow. Und, na gut, exzellent. Wow. Und grandios. Und ich glaube, das war's. Dass die Buttons immer so plötzlich kommen müssen, das ist, macht einen wirklich verrückt. Habt ihr denn hier erkannt, dass ich ein guter bin? Na, endlich mal ein paar vernünftige Leute. Stop praying. This is pathetic. Ich glaube, du willst auch nicht so sein wie die Chefs da oben. Ach stimmt, das kam ja auch noch. Wer war nochmal? Entschuldigung. Wer war nochmal der Commander? Meine Weißen ist ja jetzt tot. Und in der Beschreibung stand das ja auch, aber ich vergesse solche Sachen manchmal immer gern. Und jetzt kamen wieder diese kleinen Kerlchen. Warte. Das ist Sparta! Oh, verdammt. So, was machen die jetzt? Ich kann nicht. Ach, der ist das. Sorry, dass ich eben nochmal ich kann nicht sagen musste, aber manche Leute respektieren es auch manchmal nicht, wenn ich aufnehme. Na gut, eigentlich wissen die das nicht. Weil ich tue das ja auch immer dann, wann ich es will.
Und da kann man es auch manchmal nicht vermeiden, wenn man den ein oder anderen Störer hat. Deswegen nehme ich auch persönlich auf, wenn ich in einer eher ruhigen Umgebung bin. Nee, du willst dich doch nicht umbringen, oder wie? Oh Mann. Ey, der will die doch nicht wirklich umbringen. Willst du dich einfach auf die draufsetzen? Oder Bomben fallen lassen? Das war so klar, dass er die Leute umbringen wird. Oh Mann. Und die heißen das auch noch willkommen. Manchmal muss man sich fragen, ob bei den Leuten irgendwas nicht stimmt. Okay. Und dann noch ihr Seelenapparat. Okay. Grandios. Ein Hologramm. Ja klar, ein Hologramm. Okay, dann seid ihr wohl meine neuen Spielkameraden. Die hat wenigstens gerafft, was hier läuft. Und nächster. What the hell are you doing? Okay. Und zack. Und zack. Your argument is invalid. Okay, der ist weg. Ich bin groß. Ich bin größer und... Nope. Sag mal, weißt du überhaupt, wer ich bin? Okay, dann geht's ja mal weiter. Erst Goma. Und jetzt kommt ihr. Wieder diese göttlichen. Dann wollen wir doch erstmal schön auf ihn eindrischen. Und weil du dich schon auf dem Boden liegst, darfst du erstmal drauf bleiben. So, und dann seid ihr wieder dran. Weil ihr gebt mir gerade ein bisschen auf den Kicker. Wow. Nope. Und zack. Akzeptier es oder bleib liegen. So. Wow. Wann bist du denn aufgetaucht? Okay, wenn ich... Nein, ich lasse mich erstmal meine... Erstmal schön... Wow! No! Haha! Du! Wow! Wow! Ach, da bist du! Okay! Oh, ja, schön Kick! Und zack! Verdammt, ich stehe ja wieder auf! Wow! No! Dann greife ich dich mal wieder schön an! Und wieder schön hochspringen! Nein! Ah, Zügellos-Modus! So gefällt mir da schon viel mehr. Und zack. Und jetzt müssen wir mal kurz deine Existenz beenden. Cool. Wir haben sogar noch mehr getroffen.
Und zack. Und zack. Ah, nee, du bist schon tot. Fett. Dann nimm so, zack. Und zack. Komm schon, mir fehlt nicht mehr viel zur Wut. Aber da müsst ihr immer kurz herhalten. Und zack. Und wow. Verdammt. Aber ich glaube, da bin ich getroffen. Da habe ich mein Kampfspiel noch gerettet. Okay, wo bist du, mein Freund? Wow. Okay, schön ausweichen und jetzt wieder schön angreifen. Und schnell. Wow. Nope. Okay, du bleibst schon mal liegen. Dann drück dich mal kurz auf dir ein. Wow, nein. Und. Oh, okay, das wollte ich eigentlich nicht. Aber ich heiße gerne alles willkommen. Und zack. Grandios. Und grandios. So, mein moppeliger Freund. Das war's für dich. Oh, wieder kommt. Und zack. Zack. That matters not to me. Wahrscheinlich wieder. Okay. Wenigstens eine, die versteht, was hier eigentlich läuft. Das war wohl die Mutter. Okay, dürfen wir mal zum finalen Schlag ausholen? Nein. Schade. Okay, wofür ist das jetzt? Ach so. I know how you feel. Ach, das Schiff ist immer noch da. You let me handle them. Genau. Wir sind ja schon mittendrin, also können wir das auch zu Ende machen. Ich will es gar nicht wissen. Na gut, es war doch nicht so schlimm. Aber ich denke, dass ich mich auf ein paar Stellen doch mehr konzentrieren muss. Zumal dieses Baller-Level. Ich hatte endlich nicht gedacht, dass man da noch Ezra noch richtig steuern kann. Ich dachte nur, wir sollen das Fadenkreuz bewegen. Aber das Spiel ist ja auch total blind für mich. Es ist auch komplett neu. Andere Let's Playen das ja auch. Aber ich denke, die wissen ja auch nicht, was auf die zukommt. Höchstens vielleicht noch dieses Button-Gedrücke während den Cutscenes. Aber das ist eine andere Sache. Nun, dann wollen wir erstmal. Okay, neue Trophäe. Also mit B-Rang bin ich noch zufrieden. Obwohl für einen A-Rang, wenn ich 3 A-Ränge in dem Teil habe, dann kriege ich wieder eine neue Leiste. Und ich wäre auch lieber für eine neue Leiste. Obwohl ich auch mit dem Zielot bis jetzt noch zufrieden bin. Zumal ich jetzt auch ein bisschen gelernt habe, wie man den richtig einsetzt. So, dann gucken wir uns eine schöne Zeichenpassage an. Ein Dorf in den Randgebieten von Shinkoku. In diesem Stein befinden sich die Überreste des gefallenen Halbgottes, der vor langer Zeit den 7 Gottheiten getrutzt hat. Getrutzt? Heißt das ja gestrotzt oder so? Naja, egal. Er tötete einen von ihnen, aber auf Kosten seines eigenen Lebens.
Nach ihrem heiligen Kampf ließen die verbliebenen Gottheiten dieses Land zurück und erklärten es auf ewig für verflucht. Man glaubt, der gefallene Halbgott wache weiterhin über dieses Land, da hin und wieder Goma erscheint. Aus diesem Grund haben die Dorfbewohner seine Überreste eingeschreint und verehren sie von fern aus Angst, sich dem Schrein zu nähern. Aber da gab es ein kleines Mädchen, das regelmäßig zu dem Schrein ging, um den gefallenen Halbgott Blumen darzubringen. Vor langer Zeit, als sie und ihr Vater von einem nahegelegenen Dorf aufbrachen, wurden sie von den Goba angegriffen. Als sie schon dachten, dass ihr Leben vorüber sei, kamen die sieben Gottheiten vom Himmel herab und reinigten die Goma. Das kleine Mädchen war zutiefst dankbar, dass die Gottheiten sie gerettet hatten. Die Gottheiten reinigten jedoch nicht nur die Goma, und so starben auch viele Menschen in den Feuern ihrer Angriffe. Der Vater des Mädchens gehörte zu jenen, die ihr Ende fanden. Doch statt den Gottheiten wegen ihrer Tyrannei zu trutzen, sahen es die Dorfbewohner als Ehre an. Sie jubilierten, dass die Gottheiten ihre Seelen zum Himmel führen würden. Das Mädchen ging weiter, hoffnungslos und voller Verzweiflung, bis sie auf den Schrein des gefallenen Halbgottes stieß. Trotz der Aura von Wut hatte das Mädchen keine Angst. Irgendwo im Gesicht des gefallenen Halbgottes sah es eine Ähnlichkeit mit ihrem verstorbenen Vater. Seit dieser Zeit besuchte das Mädchen den Schrein, um Blumen hinzubringen. Alle haben nur gebetet, aber er hat gehandelt. Wartet auf mich, ich komme mit euch. Calro's brutality causes Asura to explode with anger. He launches into the skies and attacks the fleet. Amidst the battle, Asura discovers a mysterious machine on board one of the ships. What purpose does it serve? Ach, wir dürfen mal wieder eine Flotte auseinandernehmen. Cool. Okay, da war's ja dieses Mal mit Let's Play Azura's Wrath. Und wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen auf die Ballerpassagen vorbereiten, denn sonst ende ich sehr schnell im Game Over. Was gibt's sonst noch zu sagen? Nun ja, ich finde das schon wieder sehr bewundernswert, wie das Mädchen eigentlich den Durchblick gehabt hatte. Denn die Dorfbewohner, ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe nichts gegen gläubige Dorfbewohner, aber wenn die schon sehen, dass die von den anderen da, von den Gottheiten noch umgebracht werden, um gerettet zu werden, da sollte man sich fragen, was für ein Zweck hat das eigentlich? Da kann man ja gleich schon sagen, ich geb auf, hier ist mein Taschentuch und bla. Also ich finde auch schon gut, dass das Mädchen wenigstens Durchblick gehabt hatte, was da eigentlich läuft. Aber ich fand das auch irgendwie interessant zu sehen, dass Azura eine Vaterfigur für sie gewesen ist, nachdem die Gottheiten ihren Vater getötet hatte und dass Azura seine Tochter in ihr gesehen hat. Das hatte irgendwie was für sich, finde ich. Es hat das irgendwie so eine... Ach, ich finde, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber... Ich finde das schon ein bisschen bewundernswert. Also die Beziehung zwischen den beiden. Was jetzt mit dem Mädchen wird, das wissen wir vielleicht in der nächsten Episode. Oder wir wissen das überhaupt nicht. Aber das sehen wir alles im nächsten Part von Let's Play Azura's Web. Also bis dann, Leute, und ciao!